Meine Freunde, ich möchte Ihnen heute zuerst von der Meditation, der Kontemplation und dem Gebet sprechen in Bezug auf die praktische Verwirklichung. Denn wir sind ja doch, wenn wir an dieses herantreten, irgendwo gefährdet, dass wir uns von vornherein versperren. Wir versperren uns durch die Situationen, in denen wir uns befinden. Wir befinden uns vielleicht in einem Konflikt mit einem Menschen. Und dieser Konflikt versperrt uns die Möglichkeit, dass wir das erreichen, was wir eigentlich im Gebet, in der Kontemplation und in der Meditation wünschen. Wir modernen Menschen haben eine wunderbare Einrichtung, das ist das Telefon. Und es sollte jeder Mensch ein Telefon haben, schon dazu, dass er die Gelegenheit hat, wenn er in einen Konflikt an einem Tag geraten ist, dass er noch ehe der Tag zu Ende geht, mit dem Menschen telefoniert und dieses in Ordnung bringt. Unsere moderne Technik ist für unsere geistige Entwicklung von einer ganz entscheidenden Bedeutung, vor allem in dem sehr viel schneller ablaufenden Leben, in dem wir uns befinden im Verhältnis zu früher. Und darum ist es auch wichtig, dass wir nie etwas im Raume stehen lassen. Denn der Raum, in dem Sie etwas stehen lassen, verhindert Sie, dorthin zu kommen, woher Sie Ihre Hilfe bekommen. Früher hat man gesagt, unsere Hilfe kommt von den Bergen, denn in irgendeiner Weise ist darin ausgedrückt, dass sie von dem Höchsten kommen, dass wir uns an sich vorstellen auf unserem irdischen Plan. Wenn Sie irgendwie in einem Konflikt mit einem Menschen sind, der nun in Ihrer Umwelt ist, es kann ja ein Missverständnis sein, das nun im Augenblick störend wirkt, bringen Sie das vor dem Gebet, vor der Meditation in Ordnung. Verstehen Sie ihn. Und auch in diesem Sinne, dass Sie nicht verbittert nachgeben, sondern dass Sie ganz einfach verstehen und dass es um etwas viel Höheres geht, als wir um irgendeinen Standpunkt, den Sie haben und den Sie vertreten. Das ist von einer so großen Wichtigkeit, denn alles andere, was Sie sonst machen, mit Gebet und mit System und Versenkung, das führt Sie auf keinen Fall in Ihr Gottesreich, wenn Sie in einem Konflikt mit einem anderen Menschen sind. Es ist das von einer so wichtigen Bedeutung. Und auch wenn Sie hier im Urlaub sind und Sie wollen wirklich diesen Urlaub benutzen, um zu sich selbst zu kommen, nutzen Sie das Telefon, sprechen Sie mit Menschen, mit denen Sie in einer Zwiespalt oder in einem Nichtverstehen sind und führen Sie dieses Verstehen herbei. Und das ist gewissermaßen die Präambel für alles und in dieser Präambel ist ja das enthalten, was Jesus Christus sagte, geh in dein stilles Kämmerlein. Denn es kann nur still werden außerhalb der Konflikte. Es ist einerlei, ob uns ein Mensch betrogen hat oder ob er
uns Böses zugefügt hat. Wir selbst können, auch wenn dieser Mensch uns betrogen hat, können wir nicht in den Frieden kommen, wenn wir mit ihm nicht in den Frieden gekommen sind. Auch wenn ein Mensch sehr schuldig an uns geworden ist, in irgendeiner Weise ist das auch unsere eigene Schuld. Und wir haben nachzugeben und haben diesen Frieden herbeizuführen. Wenn Sie das nicht machen, dann ist irgendeine Grimasse zwischen den Dingen. Dann werden Sie zu irgendwelchen Dingen mit einem Mal genötigt, wo Sie sich selbst gar nicht verstehen. Dann begegnen Sie Ihren Zwischenräumen in einer ganz eigenartig zwanghaften Art. Und das ist dann eine üble Situation. Wenn wir beten und wenn wir meditieren, dann ist der Weg, dass wir das Unwesentliche ausscheiden, um dem Wesen zu begegnen. Es geht um nichts anderes, als dorthin zu kehren, wo wir im tiefsten unseres eigenen Wesens sind, in der Einheit und in der Innigkeit mit Gott. Gott ist die Einheit, sonst gibt es in der Welt keine Einheit außer Gott. Nur eine Innigkeit und einen Frieden gibt es, das ist der Friede in Gott. Das ist der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Und darum geht es, dass wir in diese Einheit gelangen. Wenn wir daher alle möglichen Pläne haben, ehe wir beten, dann sollen wir diese Pläne daran geben. Wir sollen sie, wie es im Alten Testament heißt, auf den Opferstein oder auf den Opferaltar legen. Und indem wir sie opfern, kann es sein, dass uns der eine oder andere Plan gesegnet werde. Aber auch, dass alle Pläne im Grunde nichts waren. Denn wir opfern sie dem Herrn. Wir opfern sie Gott. Mache du damit, was du willst. Das, was dann in Wirklichkeit übrig bleibt, das erfüllt sich, wenn wir gebetet haben. Es kommt uns von außen entgegen, das, was gesegnet ist von unseren Wünschen und das, was nicht hineinpasst in unsere Einheit, dafür wird uns etwas anderes gegeben. Das ist an sich das wunderbare Geschehen, was um ein Gebet, um eine Kontemplation und eine Meditation ist. Ich möchte Ihnen das ja nur deshalb sagen, damit Sie sich selbst nicht betrügen. Denn die meisten Menschen betrügen sich wirklich selbst. Sie machen sich von diesen Dingen eine Illusion und stellen sich irgendetwas von sich vor. Aber wir kommen doch zu keiner Wahrheit und Innigkeit und zu keinem wirklichen Glück, wenn wir nicht ehrlich uns gegenüber sind. Das sind die ganz wesentlichen Voraussetzungen in dieser Richtung. Wir haben dann Unterschiede. Wir haben Unterschiede zwischen dem Gebet, der Kontemplation und der Meditation. Wir im Westen der Welt haben ja das Wort Kontemplation und Meditation erst spät angenommen, erst in diesem Jahrhundert. Im vorigen Jahrhundert hat man in der Christenheit von Meditation und Kontemplation auch nichts gewusst.
Wir haben das aus dem Osten hergeholt. Für uns war an sich das Gebet das, was in Christo uns auch gezeigt worden ist. Denn die Jünger, die fragten, Meister, wie sollen wir beten? Und wir müssen ja immer bedenken, dass das doch eine sehr auffällige Frage ist. Denn die Jünger waren ja ständig um Jesus herum. Und sie sahen ihn ja, wie er war in seiner Menschlichkeit. Und sie erlebten sein Verhältnis zu seinem himmlischen Vater. Und sie sind irgendwie unsicher geworden, weil sie nicht wussten, wie zu beten ist. Denn wenn man die Gebetspraxis der damaligen Zeit nimmt, so war es ja eine pharisäische Gebetspraxis, eine Praxis der Selbstgerechten. Sie sagen, ich bin froh, dass ich nicht bin wie die anderen. Es war also eine Eitelkeit. Und es war etwas, was teilweise auch entnommen ist, wie wir es im Alten Testament finden. Aber Jesus lehrte sie auf eine ganz neue Art beten. Und darum ist Beten schon ein Unterschied zwischen Kontemplation und Meditation. Beten ist im Grunde eine tiefste Hingabe. Beten ist, um eine wunderbare, ewige Person wissen. Um die Person, die wir Gott nennen. Das ist vielleicht der ganz große Unterschied zu dem Orient. Denn im Orient betrachtet man Gott nicht als Person, sondern man betrachtet ihn als irgendetwas, nicht in Person seiendes, sondern als etwas, was eben unbegreifbar ist. Jesus hat aber Gott in dieses Personsein, nämlich in sein Personsein, hineingebracht und hat allen Jüngern und allen Menschen, denen er begegnet ist, Gott als die Person in der Person des betreffenden Menschen dargebracht. Gott ist in meiner Person gewissermaßen eine Überperson, die hineinwirkt über dieses. Und Gott hat mich als Person geschaffen, weil er selbst Person ist. Nun heißt das Wort Person durchtönen. Er durchtönt alles. Und meine Person durchtönt meine ganze Erscheinung. Mein ganzes Wesen ist ein durchtöntes von meiner Person. Und dieses ist das zu Erkennende. Das heißt, ich habe mich dorthin auszurichten, wo ich Person bin. Im fernen Osten ist eine gewisse Parallele dazu da, indem man von dem wahren Selbst spricht, das an sich diese Person ist. Diese Person ist unzerstörbar. Das heißt, sie stirbt nicht, sondern sie ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil sie geschaffen ist.
Die Persönlichkeit, die durch diese Person gebildet ist, die ist zerstörbar, die ist in einem ständigen Wandel. Aber die Person ist unerschöpflich und darum kann sie der Persönlichkeit immer wieder die neuesten Impulse geben aus der Ewigkeit in die Zeit, aus dem Unbegrenzten in das Begrenzte. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns darüber bewusst sind, dass wir wissen, was wir eigentlich wollen. Wenn ich nämlich bete, wenn ich zu meinem himmlischen Vater bete, dann gibt er mir aus dem Unbegrenzten meiner Person, die er unbegrenzt beschaffen hat, in meine Persönlichkeit, die sich im Augenblick in diesem Zustand befindet, durch Zeit und Raum und durch Umwelt, gibt er mir den einzig richtigen Impuls. Verstehen Sie, es hat keinen Sinn, dass wir in verschwommenen Begriffen sind, sondern Sie sollen sich das ganz klar in Ihr Bewusstsein hereinholen. Denn dann werden Sie auch den richtigen Logos finden, dass Sie sich mit Ihrer Person und dem, der in Ihrer Person Ihr himmlischer Vater ist, Ihnen begegnet, so dass sich seine Herrlichkeit in dieser Zeit offenbart. Vor allen Dingen, dass sie dieses große Wunder fertigbringen, dass sie da, wo ein Streit war, kein Streit mehr ist, da, wo ein Konflikt war, kein Konflikt mehr ist, dass dieses, was wirklicher Friede ist, nun in ihrer Umwelt erscheint. Das ist das Wichtige, das wir am Gebet haben. Dieses Gebet ist also auf eine Person ausgerichtet und ist in ihrer Person gemeint. Und es gibt ein Wort in der Nachfolge Christi, wo es heißt, weil ich von Gott als Person geschaffen bin, darum kann ich geliebt werden. Dass ich geliebt werden kann von anderen, ist in diesem meinem Personsein begründet. Gebet ist also, ich bette mich in dieses Wunderbare, wie wir, meine Person und Gott, der himmlische Vater, durch meine Person entgegenkommt, denn er wartet in jedem Augenblick. Wir sind miteinander verbunden, meine Persönlichkeit hier und meine Person dort sind miteinander verbunden und im Gebet werde ich alles das, was zwischen dieser Person und dem himmlischen Vater in der Person und mir als Persönlichkeit ist, ganz beiseite bringen, damit der Strom daraus, aus ihm, nun mich vollständig trifft und ich auch in meiner Persönlichkeit mit all meiner Begriffswelt, die ich habe, nun in jene wunderbare Ordnung komme, die vorher irgendwo in Frage gestellt war oder sogar ein Chaos war. Das ist das Wichtigste, das müssen wir, das ist der Akt des Gebetes.
wobei ich meine Wünsche nicht äußern soll. Denn meine Wünsche liegen im Unterbewusstsein, sie liegen, sie durchziehen alles, mein ganzes Denken. Die soll ich ja nicht dazwischen stellen, sondern meine Person kennt schon lange meine Wünsche, weil sie ja durch alles hindurchdringt. Darum brauche ich sie nicht zu sprechen, sondern ich brauche nur ihn anzusprechen. Der wunderbare Herr in mir ist, der himmlische Vater. Sri Aurobindo sagt in seinen Schriften, weil er ja auch durch das Christentum kennt, weil er lange in Europa war, der Geliebte meiner Seele. Denn er ist es, der nun wirklich die Liebe ist in mir selbst. Das, was ich in meiner Persönlichkeit nicht fertig bringe, das bringt meine Person fertig. Und wenn ich die Liebe meiner Person durchlasse, dann kommt meine individuelle Liebe und Liebefähigkeit zum Vorschein. Und da dürfen Sie sicher sein, es gibt keinen Menschen in der ganzen Welt, der eines oder die eine solche Liebefähigkeit besitzt wie Sie. In ihrer Liebefähigkeit sind sie einmalig und darum darin auch göttlich, vorausgesetzt, dass sie ihre Person zulassen, ihren himmlischen Vater. Das ist an sich das, was Gebet ist. Ich will Ihnen gerne vor einer anderen Meditationsstunde über die Kontemplation, über die Meditation, über die Versenkung sprechen, wohin diese führen und was sie meinen. Aber wir sollten uns doch über dieses einmal ganz klar bewusst sein. Denn wir sind ja aus dem Zeitalter herausgekommen, wo wir blind glauben, das hat aufgehört. Auf das blinde Glauben haben wir so schlechte Erfahrungen gemacht in den letzten Jahrhunderten, weil das, was ursprünglich blinder Glaube war, der ja wunderbar war zu Zeiten Jesu, nun heute zu einer ganz großen Gefahr für die Menschheit geworden ist. Heute geht es darum, dass wir in einer wunderbaren Bewusstheit, nicht nur in unserer Bewusstheit hier, sondern auch in jener geistigen Bewusstsein, in jener spirituellen Bewusstsein stehen, indem wir diese weiten Bewusstseinsarten, die spirituelle Bewusstsein, und auch unser sonstiges Bewusstsein miteinander verbinden, in eine Einheit bringen. Da haben wir, vor allen Dingen wir Abendländer, wir in dieser Welt, in der wir sind, die Möglichkeit, in unser Wesen zu finden. Und darum eben geht es. Es ist vielleicht gut, weil wir haben ja jetzt Zeit etwas, wir haben Zeit miteinander, wenn Sie ein klein wenig jetzt etwas stiller sind und sich einmal überlegen, mit wem Sie in einem Konflikt sind. Bis diese erste Spulenseite hier abgelaufen ist, überlegen wir einmal in Stille, mit wem wir in Konflikt sind. Und machen uns bereit dazu, heute noch ein Telefongespräch zu führen
oder irgendwie etwas zu schreiben, damit wir diesen Konflikt auch beenden mit irgendeinem Wort, das sie sich vorher nicht zu überlegen brauchen, sondern das ihnen irgendwie wie der Logos zufallen wird. Das ist sehr wichtig, damit die Tage, die wir miteinander verbringen, nun wirklich gesegnete Tage sind. Und auch wenn ein Mensch sie sehr geschädigt hat und sie von ihm nichts wissen wollen mehr und sagen, ich lasse ihn, aber ich will nichts mehr von ihm wissen, kommen sie in Frieden mit ihm. Denn nach dem Gesetz, nach den göttlichen Gesetzen, müssen sie mit diesem Menschen wieder zusammenkommen, bis wirklich der Friede hergestellt ist.